ab Level 12 kann man ja zur alten Festung. Und ab Level 12 lohnt es sich tatsächlich auch, ab und zu mal an die alte Festung zu gehen, allerdings dann auch mit kleinen Ködern. Denn ab der alten Festung kann es ziemlich riskant werden, wenn man noch nicht ein passendes Setup hat. Hier ballern dann die ersten richtig großen Brocken rein. Ein Fisch, der sich allerdings lohnt und gerade wieder ganz gut funktioniert, ist die Schleie. Und hier klappt das gerade ganz gut und ich zeige dir, wie und wo man hier die am besten rauszieht. Wenn du die Tutorial-Serie 2023 schon geschaut hast, wirst du irgendwann auch auf die ersten Videos stoßen, die dich dann eben hier zur alten Festung geleiten. Und da wird auch schon einiges erklärt, wo man am besten angelt, wie man am besten angelt, mit welchem Setup und welche Voraussetzungen man hat. Wenn du das noch nicht gesehen hast, ich verlinke das nochmal. Absolut essentiell, wenn du frisch bist im Game und die Basics brauchst für das Game, auf jeden Fall mal reingucken in die Tutorial-Serie 2023. Da wird alles erklärt. 99% ist noch absolut aktuell. Es gibt ein, zwei kleine Änderungen im Game, die allerdings das Gameplay nicht wesentlich beeinflussen. Also eine Möglichkeit, um eben hier schon mit feinem Setup gut Gas zu geben, ist Schleie angeln. Und die Schleie ist immer mal wieder aktuell oder hat immer mal wieder Spots, wo sie gut läuft. Das hier ist einer von den klassischen Spots. Auch hierzu, zu diesem Spot, gibt es bestimmt schon 5 Videos auf dem Kanal, wie dir und wo dir dann erklärt wird, wie man eben dann auf Schleie angelt. Also auch da einfach mal in die älteren Videos reingucken, denn alte Spots funktionieren immer wieder. Die haben vielleicht mal 2-3 Wochen eine Pause, aber die können eben, wie gesagt, alle paar Wochen immer wieder aktuell laufen oder gehen, beziehungsweise die Spots sind meist noch aktuell und laufen, aber die Köder, also die Vorlieben der Fische, die ändern sich. Das bedeutet für uns als Angler, wie man das halt macht als Angler, Köder testen und gucken, welcher Köder wird denn jetzt gerade von der Schleie bevorzugt. Und bei der Schleie gibt es eben verschiedene Köder. Es gibt Käse, es gibt Honigteig, es gibt Quarkteig, es gibt aber auch manchmal einfach sowas wie einen Tauwurm oder, ja, sowas wie ich jetzt hier gerade verwende, ganz simpel die Made. Und das ist auch einer der günstigsten Köder im Game. Also wir können hier mit super günstigen Ködern gerade an dieser Stelle richtig gut Cash machen. Ich stehe jetzt hier 15 Minuten und habe jetzt hier bald 18 Fische zusammen. Also 17. Fisch gerade reingegangen. Einer hat natürlich ein bisschen, ja, das war schon ein Drill. Einer hatte richtig Bock. Der schwarze Amur ist reingegangen. Auch einfach nur auf Made. Das ist natürlich heftig gewesen. Ja, und der zieht natürlich richtig ab. Ich hatte schon erst gedacht, na, ob das eine schöne 3-4 Kilo Schleie ist. Aber 6 Kilo schwarze Amur, die haben dann richtig Bock. Ist allerdings auch, naja, es ist schon sehr selten, dass der reingeht. Also der schwarze Amur auf Made äußerst selten. Wir gucken uns mal das Setup an. Ich bin jetzt hier vom Setup unterwegs. Gucken wir mal hier unten mit, ja, wie gerade gesagt, der Made. Einfach nur Basic Made. Dazu einen 6er Haken. Warum einen 6er Haken? Weil, wenn wir uns hier die Made mal im Detail anschauen, auf die Information klicken, sehen wir hier, Made können wir verwenden von 24er Haken winzig bis Mittel 6. Bedeutet also, der 6er Haken ist der größte Haken, den wir verwenden können für die Made. Und deswegen nutzen wir natürlich auch direkt den größtmöglichen, denn die Schleie wiederum, die beißt auch gerne mal auf einem 1er Haken, der ja deutlich größer ist als der 6er Haken. So, komm mal ran hier. Aber wenn wir jetzt halt, wie gesagt, einen 1er Haken dann verwenden wollen, dazwischen wäre ja noch ein 4er Haken, wäre auch immer wieder ganz gut, auch für Schleie. Aber wie gesagt, so ein 1er Haken, da kriegen wir dann eben nicht die Made drauf. Wir könnten jetzt wiederum versuchen, an der gleichen Stelle entweder hier mit Tauwurm uns hinzustellen oder dann natürlich die Teige verwenden.
Aber das bedeutet auch, dass wir wieder andere Beifänge kriegen. Das bedeutet vielleicht, dass noch mehr Amure reingehen, noch mehr Karpfen reingehen. Und dafür reicht es eben anfangs absolut nicht aus vom Setup her. Und auch ich will die jetzt gerade hier nicht haben. Ich bin gerade nur mit einem 6 Kilo Setup hier unterwegs. Das heißt, das schwächste Glied im gesamten Setup, was ich zusammengebaut habe, hat 6 oder 6,4 Kilo. Mehr nicht. Und bei den Teigen ist es natürlich auch so, gerade im Anfangsbereich hat man das wahrscheinlich noch gar nicht geskillt. Man fängt ja an hier mit dem einfachen Weißbrotteig, beziehungsweise man spart sich ja anfangs erstmal ein bisschen Silber zusammen, um besseres Setup zu bekommen. Auch das wird übrigens alles in der Tutorial-Serie erklärt. Von daher, wenn du nicht weißt, was du dir kaufen sollst, da gibt es dann wieder in der gesamten Playlist Tutorial 2023, relativ aktuell jetzt sogar, ein Was-Kaufen-Video, und zwar was kaufen unter Level 20, was kaufen ab Level 20 und was kaufen dann im Endgame. Das hat natürlich dann noch ein bisschen Zeit, wenn du erst Level 12 bist. Aber wie gesagt, was halt wichtig ist, man kann theoretisch auch mit den Teigen hier rangehen, aber wenn wir eben hier mit einem ganz simplen Setup stehen, wollen wir natürlich auch diese ganz großen Brocken nicht haben, denn die machen uns halt im Drill erstmal fettig. Die sorgen dafür, dass wir viel Verschleiß haben auf dem gesamten Setup. Und das kostet natürlich alles wieder Silber. Und Silber haben wir ja nun mal nicht. Also von daher 6er Haken, Made locker rausgeworfen. Ich habe hier sogar einen Clip gerade eingestellt, obwohl ich keine Futtermischer habe. 8 Meter Clip. Ich stehe jetzt nicht so ganz nah an der Wasserkante. So. Und dann geht das hier rein. Natürlich immer aufpassen, immer erst die Bremse ein bisschen locker einstellen. Hochstellen können wir sie immer noch, wenn wir sehen, okay, da ist ein Fisch, der richtig aggressiv ist. Na guck, große, dicke, fette Karausche geht auch rein. Aber erstmal, wie gesagt, die Bremse ein bisschen locker einstellen und hochstellen können wir sie dann immer noch, wenn wir dann einen richtig dicken Brocken dran haben. Und dann wissen wir eben auch, bis zu einem, ja, oder bis zu welcher Nummer wir halt maximal unser Setup eben hochdrehen können, dass wir da nicht drüber gehen, dass da nichts kaputt geht. Ja, von der Position her, alte Festung. Also, alte Festung, wir kommen hier raus. Das ist quasi direkt da oben. Da ist der Ausgang, da ist das Tor. Und dann geht es einfach hier links runter. Und das ist eine der Stellen, die eben super populär ist für auch ganz, ganz viele Fische. Hier gehen nachts auch mal die Quappen rein, die Schläfergrundeln oder auch manchmal der Aal. Der hat hier auch manchmal eine oder seinen Spot. Aber das auch, ja, ich sag mal, ist auch eher selten für einen Aal. Aber das kann natürlich mal passieren. Genauso kann man sich auch hier hinstellen, einfach mit einem Mistwurm. Jetzt gerade wollte ich halt die Schleie haben. Das funktioniert, wie gesagt, super mit der Made. Aber genauso kann man sich eben auch hier hinstellen, einfach mit Mistwurm. Da können auch immer mal wieder Schleien raufgehen. Aber eben auch hier die Giebel und die Karauschen. Die gehen da auch immer mal wieder drauf. Und dementsprechend kann man eben auch hier mit verschiedenen Ködern auch eben seinen Kescher schön voll machen, um verschiedene Fische zu fangen, um dann wiederum die verschiedenen Kaffeeaufträge zu absolvieren, die dann wieder deutlich mehr Silber bringen. Das heißt also, wenn man sich hier mal so eine Stunde hinstellt und ordentlich die Taschen voll macht und ja, dann einfach mal guckt, was ist im Kaffee drinne, dann kann man mehrere Aufträge besser abschließen. Grundsätzlich muss man sagen, ab der alten Festung lohnt es sich deutlich mehr, wenn ihr schon Futtermische herstellen könnt. Bedeutet also, wenn ihr noch keine Futtermische geskillt habt, ist das hier mit der alten Festung immer so ein bisschen so eine Sache. Wenn ihr das noch gar nicht geskillt habt und euch fehlt auch noch wahnsinnig viel Geld oder auch ein passendes Setup, erstmal zurück zum Windenbach und zum Moskitosee, da ordentlich Gas geben. Gerade am Windenbach ist es gerade absolut genial. Einfach nur mit einem Mistwurm oben in der Kurve, 118, 120 ungefähr als Position. Und dann geht da auf 18er Haken ohne Ende, da laufen die Fische. Oder auch zuletzt das Video mit dem Laubenstippen, einfach mal raufgucken auf dem Kanal. Das Laubenangeln, auch das ist super ergiebig immer noch. Das lohnt sich und damit dann, wie gesagt, Geld machen, damit dann das Silber machen, gutes Setup erstmal holen, eine gute Basis holen und dann
eben anfangen, auch mal die ersten Skillpunkte zu investieren, beziehungsweise die ersten Angelfutterzubereitungen zu machen. In dem Tutorial wird das auch gesagt, hier bis Level 3, dass man dann eben auch hier Brassenfuttermische schon mal herstellen kann. Also die ersten Sachen, die dann eben auch hier essentiell werden an der alten Festung. Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich schon super zufrieden. Ich lasse das jetzt mal eben hier so stehen, wie es ist. Und wir gucken gerade noch mal eben kurz rein in den Kescher. 20 Minuten jetzt hier an dem Spot. In den Abendstunden halt schon angefangen. Und jetzt halt, ja, nach 20 Minuten natürlich erstmal ins Café schauen. Amur, Amur, Karausche. Eine haben wir schon. Ja, ich stehe ja gleich noch ein bisschen länger hier. 7 Stück kriegen wir bestimmt zusammen. Vielleicht sind auch noch ein paar Giebel dabei. Den Kaffeeauftrag kriegen wir bestimmt auch noch, den Kaffeeauftrag. Güster und, ja, vielleicht geht noch ein Amur rein. Das könnte auch noch passieren. Weißer Amur. Ansonsten sieht das erstmal soweit okay aus. Und das Ganze bringt dann hier in Gänze hier im Fischmarkt. Mal eben nach Preisen sortieren. Ja, das ist natürlich nicht schlecht. 18 Silber alleine jetzt hier für den schwarzen Amur. Aber sowas ist halt eher selten. Aber das hier ist essentiell, ne? Um die 5 Silber für jeden Fisch. Das ist halt richtig nice. Und das heißt, wenn wir dann eben noch den Spot jetzt hier anfüttern würden, nochmal mit Schleinfuttermische, habe ich ja jetzt hier noch nicht gemacht. Aber ich gehe jetzt auch gleich hier nochmal hin, verwende dann jetzt gleich nochmal Schleinfuttermische. Dann kommen da auch nochmal mehr Schleien ran. Also einfach in die Basics reingehen hier. Herstellung hier auf N. Und dann gucken wir eben hier runter. Da sind dann die ganz normalen Futtersorten. Und dann haben wir hier natürlich auch die Schleie mit Mais, mit Paniermehl, Hanfsamenöl. Ganz normale Basic. Das dann einmal herstellen. Und dann raus damit. So. Ab wieder zum Spot. Ich gebe weiter Gas. Und für dich am besten, ja, wie gerade schon gesagt, Tutorial-Serie 2023 durchbingen. Am besten zweimal angucken. Das Gesamte ist mega komplex, das ganze Game. Es braucht einfach wahnsinnig viel Zeit, um sich alles anzueignen. Von daher immer mal wieder reingucken. Ach du Schande. Und ich ziehe jetzt hier schön weiter die Schleien raus. Und wahrscheinlich auch noch ein paar Karauschen. Jawohl. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, das hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer ab 19 Uhr, live auf Twitch und auf YouTube. Petri.